Hey, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück hier am Samstag, heute hier aus Nürnberg am Splittertor. Und heute soll es darum gehen, wie du dein Selbstvertrauen steigerst. Ich will dir zeigen oder zuerst mal erklären, warum ist Selbstvertrauen so wichtig, wenn es um das Thema Erfolg mit Frauen geht. Und dann am Ende des Videos, deswegen bleib unbedingt dran, verrate ich dir die beste Technik, mit der du dein Selbstvertrauen kontinuierlich steigern kannst, sodass du die heißen Frauen in deinem Leben haben kannst, die du dir wünschst. Denn die heißen Frauen kannst du ja nur dann bekommen, wenn du wirklich selbst vertraust, wenn du in dir selbst ruhst. Dann kannst du die heißesten und hübschesten Frauen überhaupt erst anziehen. Sei gespannt. Also das Thema ist so super wichtig, weil ich es immer wieder auf Coachings sehe. Ich sehe es immer wieder bei Teilnehmern. Ich habe mittlerweile mit über tausenden Teilnehmern zusammengearbeitet, online oder offline, und sehe immer wieder, wie der Punkt Selbstvertrauen ein Problem ist beim Erfolg mit Frauen. Warum ist das so wichtig für den Erfolg mit Frauen? Es ist deshalb so wichtig, weil wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann vertraust du dir eben nicht selbst, dass du Erfolg mit Frauen haben kannst. Dann vertraust du dir nicht selbst, dass du es schaffen kannst. Wenn du diesen Weg gehst, dann gehst du den Weg nicht, dann sprichst du die heiße Frau nicht an, dann wagst du es nicht, die Frau zu küssen oder sie auf ein Date einzuladen, weil du dir nicht selbst vertraust, dass du das überhaupt hinbekommst. Und deswegen ist es ein ganz, ganz großer Grundstein dafür, um Erfolg mit Frauen in dein Leben ziehen zu können. Wenn du dir nicht selbst vertraust, dann handelst du einfach nicht. Dann bist du immer im Passiven, dann handelst du einfach nicht, weil du nicht glaubst, dass du es schaffen kannst. Und dann ist es so, dass dein Gehirn auch merkt, okay, die Energien, die ich jetzt hier in dieses Projekt stecken könnte, die spare ich mir lieber, weil ich schaffe es ja wahrscheinlich sowieso nicht. Wenn du dir selbst kommunizierst, hey, das schaffe ich nicht, ich habe nicht genug Selbstvertrauen, aber was das dann geht in diese Sache, dann spart dein Gehirn, so arbeitet unser Gehirn, Energie und versucht es erst gar nicht. Also wenn du dir nicht genug selbst vertraust, dann wirst du nicht lange genug dranbleiben, um wirklich Erfolg bei Frauen zu haben, um wirklich den Erfolg bei Frauen zu haben, den du dir wünschst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du Selbstvertrauen kontinuierlich aufbaust. Und das Problem ist, dass sehr, sehr viele Männer, sehr, sehr viele Menschen ihr Selbstvertrauen regelmäßig abbauen, ihr Selbstvertrauen schaden. Und ich will dir gleich erklären, wie du das ändern kannst und mit welcher Technik du es schaffst, dein Selbstvertrauen über lange Zeit kontinuierlich aufzubauen, um irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo du merkst, okay, ich fühle mich super mit mir selbst, ich fühle mich den Herausforderungen des Lebens gewachsen, ich fühle mich den Herausforderungen des Thema Frau gewachsen und kann jetzt auf Frauen zugehen, kann jetzt Frauen daten, kann mit ihnen schlafen. Ich traue mich diese ganzen Sachen und deswegen ist es auch so wichtig für deinen Erfolg mit Frauen. Also kommen wir dazu, wie viele Männer ihr Selbstvertrauen regelmäßig zerstören, und zwar, oder allgemein viele Menschen. Viele Menschen nehmen sich Dinge vor und dann machen sie sie nicht. Und das ist ganz, ganz kritisch. Du solltest dir auf keinen Fall Dinge vornehmen, von denen du weißt, dass du sie sowieso nicht machen wirst. Nimm dir Dinge nur dann vor, wenn du fest entschlossen bist, auch diese Dinge zu tun. Und wenn es dir momentan schwerfällt, wenn du merkst, hey, ich nehme mir öfter mal Dinge vor und mache sie dann nicht, ich bin da echt unzuverlässig, dann fang klein an. Nimm dir ein paar Dinge vor, nimm dir kleine Dinge vor, die du tun kannst. Und das steckt ja schon im Wort Selbstvertrauen drin. Wenn du diese kleinen Sachen machst, wenn du sagen wir, du nimmst dir vor, hey, heute gehe ich raus und spreche eine fremde Frau an. Ja? Nimm dir das nicht vor, wenn du es nicht wirklich machen wirst. Nur wenn du es wirklich machen willst, und mach lieber klein, fang lieber klein an und erledige dann die Aufgabe, statt riesig anzufangen und dann die Aufgabe nicht zu erledigen, und dann sinkt dein Selbstvertrauen. So, weil wenn du jetzt dir vornimmst, zum Beispiel eine Frau am Tag anzusprechen, eine fremde Frau, und du machst das, dann spürst du, oh, ich kann mir selbst vertrauen, dass ich dieser Aufgabe gewachsen bin, denn ich habe sie ja gerade erledigt. Und wenn du da immer so weitermachst, wenn du da wie auf so einer Treppe immer weiter aufsteigst, eine fremde Frau am Tag, zwei fremde Frauen am Tag, drei, vier fremde Frauen am Tag. Wenn du immer weiter die Leiter hochsteigst, dann kannst du dir immer mehr selbst vertrauen und dann wirst du auch immer heißere Frauen kennenlernen können, weil du merkst, oh, okay, ich kann das ja wirklich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf deinem Level anfängst. Oft sehe ich es bei Coaching-Teilnehmern, und das habe ich auch bei anderen Coaches gesehen, dass die Leute, die fangen an, sind das erste Mal auf der Straße unterwegs und sind dann ganz traurig, weil sie nicht sofort mit der Frau auf der Straße rumgemacht haben oder weil nicht jede zweite Frau ihnen die Telefonnummer geben will. Das ist ganz normal. Das ist der Anfang. Das gehört zu dem ganzen Prozess dazu. Sei auf Ergebnisse aus, die auf deinem Level liegen. Wenn du anfangen willst, Spanisch zu lernen, dann fängst du ja auch nicht mit den
kompliziertesten Wörtern an oder fängst an, irgendwelche Sätze zu bauen und Zeiten zu verändern, sondern du lernst erstmal die Grundwörter, du lernst erstmal Hallo zu sagen, du lernst deinen Namen zu sagen, du lernst so die Grundzeit, die Gegenwart, bevor du dann die anderen Sachen machen kannst. Und so musst du es auch bei deinem Erfolg mit Frauen gestalten, wenn du willst, dass dein Selbstvertrauen in diesem Bereich regelmäßig steigt. Denn wenn du dir vornimmst, hey, heute spreche ich 10 Frauen an, du hast aber noch nie vorher eine Frau angesprochen und du schaffst es dann nicht, was ja wahrscheinlich ist, dann wird dein Selbstvertrauen sinken und du wirst dir denken, uff, okay, dieses Frauenansprechen-Thema, ich glaube, das packe ich nicht, ich glaube, das ist zu viel für mich. Und dann machst du gar nichts mehr und kommst eben nicht voran. Wenn du dir aber vornimmst, eine Frau anzusprechen ganz am Anfang und du schaffst es, dann steigt dein Selbstvertrauen in diesem Bereich, weil du merkst, oh, ich kann mir selbst vertrauen, dass ich diese Aufgabe auch erledige. Das ist wie, als wenn du jemand anderem eine Aufgabe gibst und du vertraust ihm diese Aufgabe an. Du vertraust ihm, dass er diese Aufgabe erledigt. Zum Beispiel, hey, guck mal, besorg mir mal das und das vom K&K oder vom Lidl. Besorg mir mal 500 Gramm Fleisch. Ich vertraue dir, dass du das machst. So, wenn der andere dir jetzt das Fleisch bringt, also seine Aufgabe erfüllt, dann vertraust du ihm mehr. Du weißt, oh, ich kann ihm vertrauen, dass er das macht. Wenn er dir das Fleisch nicht bringt und wenn das regelmäßig wieder passiert, dann merkst du, oh, ich kann ihm nicht vertrauen, dass er diese Aufgabe macht. Und genauso ist es eben bei dir selbst. Das ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Selbstvertrauen. Jetzt lassen wir einmal den Krankenwagen vorbeifahren, dass wir auch gleich wieder was hören. Und da war ja auch schon, okay, wunderbar. Also das ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Selbstvertrauen. So ist es ja auch bei anderen Personen. Wenn du anderen Personen eine Aufgabe gibst, etwas anvertraust und sie machen es nicht, dann sinkt dein Vertrauen in diese andere Person. Genauso ist es bei dir. Wenn du dir selbst etwas vornimmst, du machst es nicht, dann sinkt dein Vertrauen in dich selbst. Und dann wirst du beim nächsten Mal, genau wie bei einer anderen Person, eine geringere Aufgabe wählen oder vielleicht gar nicht erst anfangen. Denn wenn dein Mitbewohner dir nie das mitbringt, was er dir mitbringen soll und du vertraust ihm, dass es dir mitbringt, dann gibst du ihm irgendwann diese Aufgabe nicht mehr, weil du merkst, er kann diese Aufgabe nicht erfüllen. Deswegen ist es so wichtig, dein Selbstvertrauen zu steigern, indem du dir kleine Aufgaben setzt, die du auch erfüllen kannst und dann immer weiter nach oben gehst. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Unten in der Ecke kannst du den Kanal abonnieren. Oben rechts geht es zum letzten Video hier auf dem Kanal. Und unten kannst du das Quiz machen, in dem du rausfindest, wie attraktiv du auf Frauen wirkst und wie du es schaffst, noch attraktiver auf Frauen zu wirken. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns regelmäßig hier auf dem Channel am Donnerstag und am Samstag. Ich freue mich, dich am Donnerstag wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao aus Nürnberg.